alle auch vor allen Dingen überrascht dann am Ende, aber ich glaube, dass er seinen Todestag wirklich ausgesucht hat, den 31., den Silvestertag. Er ist am Tag des heiligen Papstes Leo geboren und am Tag des heiligen Silvester gestorben. Ja, er war natürlich 65 Jahre Mitglied der Görres-Gesellschaft und 40 Jahre Mitglied des Römischen Instituts, seit er 1982 als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom gerufen wurde. Er hat ja hier am Kolleg auch gewohnt. Sein Zimmer ist hier schräg gegenüber von mir gewesen, das Zimmer Köln, direkt neben der Bibliothek, auch sehr bezeichnend. Und ich habe nämlich immer gezweifelt, wo er wohnte, und habe dann vor, lass es 2 Jahre gewesen sein, sagte der Assistent, also der Stipendiat hier: Ja, wieso fragen Sie ihn nicht einfach selber? Sagt er, das ist ja wohl wahr, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Da schreibe ich also rüber: Sehr geehrter Heiliger Vater, wo haben Sie eigentlich hier im Kolleg gewohnt? In diesem oder in jenem Zimmer? Und dann kam auch prompt die Antwort, er erinnerte sich ganz genau daran. Ja, es ist das Zimmer Köln gewesen, direkt neben der Bibliothek. Also der hat ja ein phänomenales Gedächtnis. Und diese Bestätigung, also er hat hier gewohnt, 2, 3 Monate, bis er dann umzog in die Glaubenskongregation selbst, wo er dann wohnte. Und nein, ja, er hat ja dann an der Piazza Città Leonina gewohnt. Und dann für das Görres-Institut hat er natürlich jetzt wesentlich noch mal etwas getan, weil wir ja die Benedikt-Bibliothek betreuen. Das heißt, seit 2015 haben wir diese Bibliothek, die, also nachdem er schon nicht mehr Papst war, kam der Gedanke auf. Und dann hat er gesagt, na, das soll hier am Campo Santo sein und soll von der Görres-Gesellschaft betreut werden, weil wir ja die Bibliothek hier betreuen. Ist das ja automatisch damit gewesen. Die Bibliothek gehört aber dem Kolleg. Ich wollte nicht uns das an das Bein holen, also dass wir dann auch noch jetzt eine Bibliothek eigens nochmal haben, sondern gesagt, der Benedikt war ja dem Kolleg verbunden, nicht nur dem Görres-Institut, er war ja auch der Erzbruderschaft verbunden, war ja Mitglied von allen Gremien. Und dann fand ich es doch am besten, dass man sagt, diese Bibliothek gehört ins Haus hier, dem Priesterkolleg, und wird aber von uns verwaltet. So dass also das hat er ja noch dann jahrelang mit verfolgt. Er hat uns ja immer wieder Bücher geschickt und so blieb der Kontakt. Ich selber habe mit ihm selbst nicht jahrelang nicht mehr gesprochen. Er war ja nun auch doch sehr gebrechlich am Schluss. Und er kannte mich und ich kannte ihn natürlich logischerweise wie alle anderen auch. Und das war gar nicht nötig, dass ich da groß mit ihm immer Kontakt halte. Natürlich überlegen wir, etwas zu tun, jetzt im Nachklang. Da kommen wir gar nicht drumherum. Es wird uns sogar ein großes Anliegen sein. Da haben wir auch schon gewisse Überlegungen, wie wir als Römisches Institut da einfach auch ein Dankeschön setzen können, denn er war nun einmal unser prominentestes Mitglied. Er hat nie einen Vortrag gehalten. Er hat während des Zweiten Vatikanischen Konzils einen Vortrag halten sollen, der aber ausfiel. Also wir haben die Einladung zum Görres-Vortrag Ratzinger. Es ging damals um die anglikanische Kirche als Thema. Aber er konnte den Vortrag nicht halten, weil seine Mutter schwer krank war und starb. Und deshalb musste er dann abreisen und hat den Vortrag nicht. Das war das einzige Mal, dass er einen Vortrag gehalten hätte. Er hat natürlich viele Vorträge in Rom gehalten, bei allen Gelegenheiten. Er war ständig hier, auch häufig hier, als Kardinal ja jede Woche hier im Hause. Das war jetzt keine, dass er das nicht, dass er nicht eingeladen werden sollte, aber als Kardinal der Glaubenskongregation er musste so unendlich viele Vorträge halten. In aller Welt, in allen Sprachen, dass man dann schon mal darauf verzichtet, jetzt vor Ort selbst zu reden. Ja, ja, das sind so meine Eindrücke dazu. Ich kannte ihn ja auch seit 1900,
96, nicht? Seit 96 war ich im Kolleg und er kam ja jeden Donnerstag zur Heiligen Messe morgens und war immer beim Frühstück anschließend. Und da hat man sich natürlich praktisch jede Woche gesprochen. Ja.